Ein herzliches Hallo an den Hessischen Rundfunk nach Frankfurt am Main, meine Geburtsstadt und meine Heimat, und natürlich zu Ihnen nach Hause vor den Bildschirmen, im Homeoffice oder wo auch Sie sich gerade immer auch befinden. Herzlich willkommen zum heutigen Vortrag zum Thema 5 Säulen für ein gesundes Immunsystem, ganzheitlich leben in Einklang mit Naturgesetzen. Ja, das Immunsystem ist natürlich eines der herausragenden Systeme, das wissen mittlerweile alle. Und wir haben besondere Zeiten, in denen dieses Immunsystem ganz besonders im Fokus steht. Und ich möchte Ihnen heute wirklich das Big Picture liefern. Wir haben die Tendenz gegenwärtig, uns ein wenig zu verlieren in Details rund um Fragen wie Impfung, rund um Fragen wie Medikamente, rund um Fragen, die sehr stark einen Lupenblick erzeugen und weniger das große Gesamtbild darstellen. Das möchte ich Ihnen gerne präsentieren. Und dazu werde ich Ihnen 5 Säulen vorstellen, nämlich die Säule der Ernährung, die Säule der Bewegung, ganz wichtig, die Säule des Rhythmus, die Säule von Detox-Maßnahmen und die 5. Säule von einem gesunden, nachhaltigen Mindset. Und diese 5 Säulen im Zusammenhang mit der Stärkung unseres Immunsystems. Denn wir sind nicht von außen abhängig, wenn es um die Frage geht, was wir für unser Immunsystem tun können. Wir können eine ganze Menge selber tun, durch unseren eigenen Lifestyle. Und deswegen habe ich Ihnen heute meine persönlichen Top 10 zu jeder einzelnen Säule mitgebracht. Das heißt, Sie gehen also nach dem Vortrag mit einem Werkzeugkoffer heraus von mindestens 50 Immunboostern, es werden noch einige mehr sein, ich verspreche es, die Sie direkt umsetzen können, direkt anwenden können für mehr Gesundheit und vor allem für einen möglichst gesunden, stabilen Winter. Die meisten von Ihnen kennen mich bereits aus meinen 3 vergangenen Einsätzen im Jahr 2019, 2020 beim Hessischen Rundfunk. Diejenigen von Ihnen, die mich noch nicht kennen oder denjenigen, darf ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Ralf Steuernagel, hier steht es, und ich bin Inhaber und Leiter von Eurasia Med, mittlerweile in Kronberg im Taunus. Ich spreche auch jetzt hier gerade aus unserem Streamingstudio der Eurasia Med Akademie hier in Kronberg zu Ihnen. Ich leite die Privatpraxis, in der die beiden Schwerpunkte asiatische Medizin, dazu zählt die Ayurveda-Medizin aus Indien, dazu zählt die traditionelle chinesische Medizin und die tibetische Medizin, und Psychosomatik, verhaltenstherapeutische Arbeit, die ich leiste, achtsamkeitsbasierte Verhaltenstherapie. Und wir haben die Akademie, die Eurasia Med Akademie, mit Holistic Health Education, sowohl für Professionals, das heißt, wir bilden Mediziner aus, Heilpraktiker, aber auch Quereinsteiger. Und wir haben auch Programme für Endkunden, wie Sie beispielsweise, die sich für gesundheitliche Themen interessieren. Das alles läuft unter dem Dach von Eurasia Med mit dem Grundclaim Tradition meets Modern Science. Das heißt, wir verbinden diese alten, tradierten Systeme, in denen eine Menge Weisheit und auch ganz viel praktischer Nutzen steckt, mit Hightech-Medizin, mit westlicher Medizin, Diagnostik und Therapie, und verbinden es zu einem großen Ganzen und zu einer synergistisch wirksamen Einheit. Ja, wie wollen wir am besten in das Thema einsteigen oder starten? Kennen Sie den guten Mann noch? Es war einmal Sommer, könnten wir sagen. Und im Sommer haben wir alle noch gedacht, mein Gott, das Leben kehrt zurück und die schwierige Phase der Corona-Pandemie aus dem letzten Winter und auch Frühjahr diesen Jahres ist möglicherweise vorbei. Es gab dann die Europameisterschaft und gefühlt waren alle Deutschen Bundestrainer. Jeder wusste, wie man richtig Fußball spielt, jeder wusste, wie man gewinnt. Und bis zum 29.06. meinte auch jeder, dass er es besser weiß. Das war ja der Tag im Wembley-Stadion, als Deutschland gegen England 0:2 verlor. Gleichzeitig das letzte Spiel von Joachim Löw. Damals waren wir alle noch Bundestrainer und hofften eben, dass dieser Spuk rund um Corona hoffentlich vorbei ist und dass jetzt der Herbst und Winter deutlich harmonischer erfolgt. Doch dann kam es zurück. Ja, er oder es, kann man beide sagen, das Virus oder der Virus. Corona kam zurück, vor allem mit den berühmten Varianten. Und wenn wir das Ganze etwas genauer betrachten und vielleicht auch ein bisschen spaßig betrachten, dann können wir wirklich sagen, das Virus hat allerdings die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Wer ist denn der Wirt? Das Virus hat nämlich nicht berücksichtigt, dass ihm eine ganze Brigade von 83 Millionen Menschen gegenübersteht. Und wir haben mittlerweile 83 Millionen Menschen in Deutschland, die entweder Immunologen sind oder die Virologen sind, die mittlerweile Epidemiologen sind, die, was haben wir hier, Mikrobiologen sind,
die Infektiologen sind. Auf der Seite haben wir Genetiker, ja, kennen Sie schon mit mRNA und mit DNA und so weiter und so fort aus. Oder die eventuell Vakzinologen sind und genau wissen, dass doch die Totimpfstoffe im Januar die besseren sind als die mRNA-Impfstoffe, die wir in diesem Jahr primär zur Verfügung gestellt bekamen. Das heißt also, die meisten Menschen glauben, sie könnten in diesen ganzen Fachgebieten, die sehr komplexe Fachgebiete sind, tatsächlich mitreden. Sie verstehen etwas davon, sie können genau unterscheiden, was ist richtig, was ist falsch und haben oft auch so diese Einstellung und die Haltung, die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen. Wir haben mittlerweile sogar schon altgriechische Philologen hervorgebracht, kann man sagen. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Lambda und mittlerweile sogar Omikron. Wer von Ihnen kannte vor einer Woche den griechischen Buchstaben Omikron? Heute kennt ihn jeder. Also sogar sprachwissenschaftlich haben wir uns weitergebildet. Das ist die gute Seite des Ganzen. Aber es gibt eben auch eine sehr schwierige Seite des Ganzen. Ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Und ich habe das bewusst ein bisschen provokant Fragen an unsere Experten genannt. Nämlich das kleine Einmaleins als, ich sag mal, Mini-Immunologie-Check. Ja, weil wir denken ja alle, dass wir von dem Immunsystem einiges verstehen und dass wir wirklich beurteilen können, was richtig und was falsch ist. Und um das zu können, brauchen wir natürlich ein gewisses Basiswissen, ein gewisses grundlegendes Know-how. Und dieses kleine Einmaleins habe ich mal in 10 bis 12 Fragen zusammengestellt. Frage Nummer 1, wozu dient eigentlich unser Immunsystem und welche Aufgaben verfolgt es? Überlegen Sie mal, ob Sie diese Frage beantworten können. Die nächste Frage lautet, woraus besteht das unspezifische und woraus das spezifische Immunsystem? Das unspezifische Immunsystem wird auch als angeborenes Immunsystem beschrieben. Und das spezifische Immunsystem als erworbenes Immunsystem. Welche Anteile gehören jeweils zum zellulären und zum humoralen Immunsystem? Was sind Antigene und was unterscheidet infektiöse Organismen? Was sind Antikörper, Immunglobuline und wie wirken sie? Was unterscheidet eine Infektion eigentlich von einer Infektionskrankheit? Welche Eintrittspforten und physikalischen Barrieren gibt es gegenüber Antigenen? Was ist ein natürlicher Infektionsschutz? Was unterscheidet die Dispositions- von der Expositionsprophylaxe? Welche Rolle spielt das darmassoziierte Immunsystem, das sogenannte Gut-Associated Lymphoid Tissue, GALT abgekürzt? Wussten Sie zum Beispiel, dass 70-80% der Antikörper produzierenden Zellen sich in Ihrem Darm befinden? Das heißt, wir können sagen, der Darm ist das größte Immunorgan unseres Körpers. Was unterscheidet die aktive von der passiven Immunisierung? Wenn viele momentan von Totimpfstoffen als Alternative zu den mRNA-Impfstoffen sprechen, die ja vielleicht ab Januar verfügbar sein sollen, was heißt das denn eigentlich? Was ist sozusagen ein Lebendimpfstoff? Was ist ein Totimpfstoff? Was ist eine aktive Immunisierung, eine passive Immunisierung mit Antikörpern und so weiter und so fort? Was ist unser Genom, unsere DNA und RNA und was sind Chromosomen? Ich habe diese 12 Fragen aufgelistet, damit Sie mal einen kurzen eigenen Check, Immunologie-Check durchlaufen können und ganz ehrlich sich selbst gegenüber mal die Frage beantworten, können Sie diese 12 Fragen beantworten oder wie viele von denen können Sie beantworten? Und ich vermute mal, vielen von Ihnen geht es so wie dieser Dame. Nichts Genaues weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja? Und das ist normal, weil das ist gar nicht Ihr Job. Sie sind Journalisten, Sie arbeiten für den Hessischen Rundfunk, Sie haben ganz andere Aufgaben, Sie müssen kein immunologisches Detailwissen haben. Die Frage, die sich aber natürlich stellt, wenn wir in diesem Basiswissen, und das war wirklich das kleine Einmaleins, nicht das große Einmaleins der Immunologie, wenn wir dort schon merken, dass wir eigentlich kaum Kompetenzen haben, kaum Kenntnisse aufweisen, wie kommen wir dann dazu, bestimmte Dinge zu beurteilen? Die Wissenschaft tut oder auch nicht tut. Das ist ein großes Problem, was wir gegenwärtig haben. Wir haben so ähnlich wie im Sommer noch 83 Millionen gefühlt Bundestrainer waren und wussten, wie die deutsche Nationalmannschaft besser Fußball spielen könnte. So haben wir mittlerweile 83 Millionen Experten rund um das Thema Pandemie, rund um das Thema Infektion, Viren, Immunsystem und so weiter und so fort. Und wenn wir ganz ehrlich sind, muss man sagen, ist dieser Spruch eigentlich der Wahrheitsgemäße. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Von diesen 83 Millionen Menschen wissen 99,9% nur sehr, sehr wenig,
aber sie erlauben sich mittlerweile eine Meinung und Urteile, die eigentlich nicht wirklich gerechtfertigt sind. Und deswegen wollen wir in dem heutigen Vortrag Ihr Wissen dahingehend erweitern, dass es ein praktisch nutzbares Wissen ist. Wir wollen nicht über die Unterschiede von DNA und RNA sprechen. Das werden Sie ohnehin nicht wirklich verstehen. Sondern worüber wir sprechen wollen, ist, was Sie persönlich tun können, um Ihr Immunsystem zu stärken, gesünder durch diesen Winter zu kommen, mit oder ohne Impfung zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Denn es ist ganz wichtig, ganz gleich, ob Sie geimpft sind oder nicht heute, viel wichtiger ist, wie stark und stabil Ihr Immunsystem ist. Das gilt übrigens auch für die Geimpften hier unter uns. Die Geimpften sind natürlich diejenigen, die auch ein starkes Immunsystem benötigen, um eine Antikörperantwort zu haben, sprich eine Antikörperbildung erstmal zu haben. Und wir wissen ja, dass immungeschwächte Menschen nach einer Impfung weniger Antikörper beispielsweise bilden. Ja, das heißt, ein gesundes Immunsystem ist erstmal unabhängig von externen Maßnahmen, die wir einleiten, und der Garant für nachhaltige Gesundheit, gerade in einer Pandemie und gerade in einer schwierigen Lage, in der sich unser Land derzeit befindet. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Fehler a. menschlich sind und b. sinnvoll sind. Das heißt, Versuch und Irrtum, ja, also Trial and Error, ist grundsätzlich etwas, was uns Menschen, alle von uns, weiterbringt und auch die Wissenschaft und die Wissenschaftler. Das heißt, sich zu irren ist völlig in Ordnung, das ist sogar klug, das ist sogar gut, aber ein Irrtum dann auch mal zuzugeben, wäre klug. Und zwar, das ist gerichtet an alle, sowohl an die Wissenschaftler, an die Politiker, aber auch an jeden Einzelnen, ganz gleich, welche persönliche Meinung und Haltung er oder sie einnimmt. Your best teacher is your last mistake. Ja, das ist eine ganz wichtige Grundhaltung, die wir einnehmen können. Und wenn wir feststellen, dass wir eben falsche Entscheidungen getroffen haben, die zu etwas geführt haben, was wir uns eigentlich nicht gewünscht haben, können wir die jederzeit revidieren und es jetzt und morgen besser machen. Eine Frage möchte ich Ihnen gerade noch mitgeben, bevor wir direkt in unsere fünf Säulen eintauchen und einsteigen, nämlich die Frage nach Kontrolle oder Vertrauen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel diesen Immunologie-Check mal heranziehen, den ich gerade vorher vorstellte mit 12 Fragen, wie viel können Sie wirklich kontrollieren? Wie viel können Sie wirklich verstehen von all dem, was dort gerade passiert? Und wie sehr kommt es letztlich auf Vertrauen an? Die wichtige Frage lautet, wem vertrauen Sie? Die wichtige Frage lautet, welchen Systemen vertrauen Sie? Welchen Menschen vertrauen Sie? Welcher Wissenschaft vertrauen Sie? Ohne Vertrauen kommen wir gerade in einer derartigen Lage, in der wir uns befinden, definitiv nicht weiter. Zu glauben, alles verstehen zu können, alles wissen zu können und vor allem alles kontrollieren zu können, ist ein kompletter Trugschluss. Deswegen lautet die Frage, wie stark ist Ihr Vertrauen derzeit? Wem und was vertrauen Sie konkret? Folgen Sie diesem Vertrauen. Das ist ganz wichtig. Ein paar Gedanken zu unserem Immunsystem möchte ich gerne mit Ihnen teilen. Es ist wirklich ein faszinierendes System und wir können sagen, eines der drei bedeutenden Systeme in unserem Körper, nebst dem Nervensystem und dem Hormonsystem. Viele sagen, das Immunsystem thront. Warum tut es das? Es ist der Hüter unserer Individualität. Und das ist keine philosophische Aussage, sondern es ist eine medizinische Erkenntnis. Es wacht nämlich über Selbst und Nicht-Selbst. Das heißt, das Immunsystem unterscheidet mich von Ihnen und prüft die ganze Zeit lang in unserem Körper jede einzelne Zelle immer wieder auf sein Passbild, ob es tatsächlich eigen oder fremd ist. Die Unterscheidung von Fremdem und Eigenem und vor allem auch die Unterscheidung von Gefährlichem und Ungefährlichem ist eine zentrale Aufgabe unseres Immunsystems. Es unterscheidet Körpereigenes von Körperfremden. Es schützt uns vor dem Eindringen von Mikroorganismen. Dazu gehören auch Viren, aber auch Bakterien, Pilze, Einsiedler, Würmer, Parasiten etc., die sich vermehren wollen und uns als Organismus, als Wirt missbrauchen. Es erkennt und zerstört Tumorzellen. Auch das ist eine weitere Aufgabe unseres Immunsystems. Das sind mal so die Kernaufgaben. Ja? Das heißt, dieses Immunsystem ist von herausragender Bedeutsamkeit. Und wenn wir es schaffen, dieses Immunsystem auf allen Ebenen zu stärken, mit Ebenen meine ich sowohl die Frontkämpfer, die praktisch direkt gegen Antigene, gegen Viren kämpfen, als auch die Generäle im Hintergrund, die zum Beispiel eine Entscheidung treffen, ob reagiert wird, wie reagiert wird oder ob eine Reaktion zurückgehalten wird. Wenn alle Abteilungen innerhalb unseres Immunsystems, das so ein bisschen aufgebaut ist, ähnlich einer Armee, gut funktionieren, dann gewinnen wir den Kampf. Wobei ich persönlich gar nicht so gerne in diese kämpferische
Sprache eintauchen möchte, aber tatsächlich ist das Immunsystem recht militärisch aufgebaut. Wenn wir von Infektprophylaxe sprechen, dann können wir grundsätzlich zwei Bereiche voneinander unterscheiden. Welche sind das? Der eine Bereich, den ich hier links aufgelistet habe, ist die sogenannte Dispositionsprophylaxe. Und die unterscheiden wir von der Expositionsprophylaxe. Worum geht es bei den beiden? Die Dispositionsprophylaxe hat zum Ziel die Verminderung der Krankheitsbereitschaft und eine Entschärfung eines möglichen Krankheitsverlaufs, wenn doch eine Infektion stattfindet und eine Infektionserkrankung eintritt. Dann also den Verlauf zu entschärfen und natürlich auch zeitlich zu verkürzen. Das ist die Aufgabe der Dispositionsprophylaxe. Und diese unterscheidet sich von der Expositionsprophylaxe, die zum Ziel hat, eine Vermeidung des Erregerkontakts. Und wenn wir das Ganze mal übertragen auf die gegenwärtige Corona-Pandemie, dann können wir sagen, es gibt eine sehr starke Orientierung und Fokussierung auf die Vermeidung des Erregerkontakts, zum Beispiel durch Abstand halten, zum Beispiel durch Maske tragen und derartige physikalische Maßnahmen, ich will sie mal so formulieren. Und es wird viel zu wenig Wert auf die Dispositionsprophylaxe gelegt. Das Einzige, was sozusagen innerhalb der Dispositionsprophylaxe momentan in aller Munde ist, ist die Frage nach der Impfung. Impfungen gehören zur Dispositionsprophylaxe. Aber, und das möchte ich Ihnen gerne heute mitgeben, wir können noch zusätzlich zur Impfung so viel mehr tun. Und hier ein paar Beispiele. Die gesamte Optimierung unseres Allgemeinzustandes, AZ abgekürzt, und unseres Ernährungszustandes, EZ abgekürzt. Wenn wir unsere Ernährungslage verbessern, unseren Allgemeinzustand verbessern, können wir unser Immunsystem stärken und die Dispositionsprophylaxe unterstützen. Dann ein gesundheitsfördernder Lebensstil, ein sogenannter salutogenetischer Lebensstil. Viele Menschen haben eher einen pathogenetischen Lebensstil. Wenn wir uns anschauen, wie sie durch den Alltag hetzen, der Druck, der Stress, die Ernährung, Alkoholkonsum, Genussmittelabusus, viele, viele weitere Faktoren, das sind pathogenetische Lebensweisen. Wir können diese ersetzen durch einen salutogenetischen Lebensstil, den ich Ihnen gleich anhand der 5 Säulen vorstellen möchte. Die persönliche Hygiene gehört mit dazu. Dann die Prävention chronischer Krankheiten, das dürfen wir nicht unterschätzen. Je mehr chronische Krankheiten existieren, desto mehr ist unser Immunsystem an mehreren Fronten im Einsatz und dementsprechend natürlich eher geschwächt im Falle einer Infektion mit einem virulenten Erreger wie dem Coronavirus. Vermeidung von Immunsuppressiva und Reizstoffen, also von immunschwächenden Substanzen. Leider Gottes braucht man die manchmal, wenn man chronisch erkrankt ist. Also zum Beispiel kortisonhaltige Präparate, die das Immunsystem schwächen können, unterdrücken. Zum Beispiel, um eine Autoimmunreaktion zu unterdrücken und zu unterbinden. Das heißt mit gutem Zweck, aber leider mit einer Nebenwirkung, nämlich der Schwächung unseres Immunsystems. Ja. Reizstoffe. Viele Menschen konsumieren tagtäglich zahlreiche Reizstoffe, erzeugen damit Entzündungsreaktionen, die eine Reaktion unseres Immunsystems darstellt. Auch das wiederum wirkt immunschwächend. Einsatz von Antiinfektiva und Vakzination. Also Vakzination, ich habe mal bewusst den lateinischen Begriff verwendet anstelle von Impfung, weil das kann kaum noch einer hören. Ja, also die Impfung ist natürlich ein Kriterium und der Einsatz von Antiinfektiva, das heißt also gezielten Medikamenten zum Beispiel, Antibiotika würden jetzt gegen Bakterien dazugehören, die antiinfektiös wirken. Es gibt auch fantastische antiinfektiös wirkende Pflanzen, zum Beispiel Kurkuma, die Gelbwurz, zum Beispiel die Meerrettichwurzel, auch Ingwer gehört dazu. Ne? Ich werde Ihnen das bei der Ernährung gleich vorstellen. Mentale Balance und Resilienz, also eine gewisse psychische Widerstandsfähigkeit zu kreieren, gehört ebenfalls zu unserer Dispositionsprophylaxe. Denn es dürfte mittlerweile bei jedem angekommen sein, dass chronischer Stress immunsupprimierend, immunschwächend wirkt. Und deswegen können wir hier von der mentalen Seite eine ganze Menge tun. Schauen wir auf die andere Seite der Expositionsprophylaxe. Und da sehen wir natürlich die Kontaktmeidung, gar keine Frage. Ja, wenn man hohe Infektionszahlen hat, dann ist die Kontaktreduktion oder im Extremfall sogar Kontaktvermeidung der schnellst wirksame Weg. Der physische Abstand, ne, kennen wir mittlerweile auch alle seit knapp 2 Jahren. Hände waschen, die ganz klassischen Dinge, Handschuhe oder die persönliche Schutzausrüstung, wenn man zum Beispiel in einem Krankenhaus arbeitet. Hände- und Flächendesinfektion kann man mit einbeziehen. Der Mund-Nasen-Schutz, den wir alle mittlerweile lieben. Frischluft- oder Luftfiltereinsatz, ebenfalls Teil der Expositionsprophylaxe. Oder auch, wenn es zum Beispiel darum geht, zu vermeiden, dass man über ungewaschenes Besteck, gerade im Ausland, in den Tropen zum Beispiel, ne, da ist es immer klug, ein eigenes Besteck mitzuführen, wenn man eben isst, weil da finden auch sehr viele Infektionen tatsächlich über Geschirr und Besteck statt. Ja, das ist die Expositionsprophylaxe.
Und ich rate dazu an, immer einen gesunden Mix beider Seiten zu praktizieren. Dispositionsprophylaxe und Expositionsprophylaxe. Ich glaube, wir haben im Bereich der Expositionsprophylaxe momentan weniger Bedarf der Verstärkung. Einige haben es natürlich immer noch nicht gelernt, feiern Karneval oder leben ihre Fußballfeierlüste aus auf den Rängen. Gar keine Frage, das geht überhaupt nicht. Aber die meisten Menschen haben mittlerweile begriffen, dass Expositionsprophylaxe wichtig ist. Aber was tun wir wirklich an Dispositionsprophylaxe? Da können wir noch sehr viel mehr tun. Da ist noch eine Menge Luft nach oben und das möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Schauen wir uns zunächst einmal ein paar ganz praktische Empfehlungen an im Rahmen Ihrer Morgenroutine. Der gelungene Start in den Tag, so wie Sie den Tag starten, so wird er am Ende auch tatsächlich laufen. Und Sie können schon gleich morgens, bevor Sie zur Arbeit gehen oder ins Homeoffice, können Sie schon eine ganze Menge Gutes tun für Ihr Immunsystem. Sie sehen hier eine Dame, die gerade ihre Zunge schabt. Ich empfehle gleich zu Beginn natürlich die Morgentoilette. Das praktiziert jeder oder jede von uns, klar. Die Harnentleerung. Achten Sie bitte aber auch darauf, dass Sie eine tägliche Stuhlentleerung haben. Optimalerweise morgens. Das ist natürlich abhängig von dem, was Sie gegessen haben am Vortag. Ob Sie eher stuhlgangfördernde Speisen oder stuhlganghemmende Speisen gegessen haben. Ob Sie eventuell Magen-Darm-Probleme, Verdauungsprobleme haben. Falls die vorhanden sind, würde ich Sie auf jeden Fall therapeutisch behandeln. Weil die Morgentoilette und die Entledigung von Rückständen aus dem Darm für die Darmgesundheit und über die Darmgesundheit für unser Immunsystem von großer Bedeutung ist. Dann empfehle ich Ihnen morgens 1 bis 2 Gläser, das heißt 250 bis 500 Milliliter heißes Wasser zu trinken. Heißt natürlich nicht, dass Sie sich verbrennen, das ist klar. Aber sagen wir mal so um die 50 Grad plus minus, 50, 55 Grad, jeder ist individuell empfindlich. Trinken Sie bitte 1 bis 2 Gläser, befeuchten Sie damit Ihre über die Nacht ausgetrockneten Schleimhäute, regen Sie die Motilität, also die Bewegung im Magen-Darm-Trakt nach unten an und damit auch komplett die Verdauung und stimulieren Sie Ihren Kreislauf. Gleichzeitig hilft das heiße Wasser auch in der Mundhöhle, teilweise auch in der Nase schon leichte Sekretlösung beizutragen und dadurch Schleim zu eliminieren, falls solcher vorhanden ist. Dann sollten Sie auf jeden Fall Ihre Zunge schaben mit einem Zungenschaber. Das ist in diesem Fall hier ein Kunststoffschaber, die empfehle ich weniger. Ich empfehle eher Edelstahl-Zungenschaber, ja, mit denen Sie einfach von hinten nach vorne 2 bis 3, maximal 4 Mal ganz sanft den Belag abschaben. Manche haben einen dickeren Belag, das zeigt dann sofort, dass eine mögliche Fehlverdauung vorliegt oder die Ernährung nicht wirklich zuträglich ist. Andere haben einen dünneren Belag, jeder hat aber morgens Belag und zwar mehr als uns lieb ist. In diesem Zungenbelag haben Sie über 300 Bakterien und die können Sie wirklich eliminieren. Die müssen Sie nicht mit dem unangenehmen Mundgeschmack und Geruch verbunden im Mund tragen über die ersten Stunden des Tages. Deswegen schaben Sie Ihre Zunge, das ist sehr nützlich. Dann ist sinnvoll, eine Nasenrachenraumreinigung durchzuführen. Viele kennen diese Kännchen, die man einsetzt, wo man dann mit Salzlösung, physiologischer Kochsalzlösung zum Beispiel, vom einen Nasenloch ins andere dieses Kännchen entleert und dafür sorgt, dass dann auf der anderen Seite das Salzwasser wieder herausfließt. Das ist eine Möglichkeit, die gerade für, ich sag mal, Nasenrachengesunde sehr gut geeignet ist. Noch ein bisschen besser aus meiner Sicht ist der Einsatz von Meerwasserspray. Ich persönlich bin ein großer Fan von René Quinton. Quinton ist Quinton geschrieben, ist der Papst der Meeresheilkunde und der Aufbereitung von Meerwasser. Und das sind zum Beispiel Produkte, die Sie verwenden können, gezielt in die Nase. Das heißt, das sind also Sprays, mit denen Sie dann zu einer Lösung beitragen von Sekreten, eine Reinigung kreieren, gleichzeitig eine sekundäre Durchfeuchtung ermöglichen, auch eine Durchblutungsanregung ermöglichen. Und ganz wichtig ist, dass dieser Nasenrachenraum immer wieder klar ist, immer wieder frei ist, immer wieder gut durchfeuchtet ist, weil durch den Nasenrachenraum eben besonders gerne Viren, sag ich mal, und Antigene eindringen können. Ja, deswegen ist diese Nasenpflege und Nasenrachenpflege sehr wichtig. Dann empfehle ich Ihnen, eine intranasale Ölung durchzuführen. Das heißt also, einen kleinen Ölfilm zu applizieren. Da können Sie entweder reines Sesamöl verwenden. Das wäre die einfachste Hausvariante, sage ich mal. Was aber besonders nützlich ist, sind Kräuteröle, die selbst nochmal Pflanzen beinhalten, die schleimlösend wirken, entzündungshemmend wirken, befreiend wirken und auch antiinfektiös wirken können. Und da gibt es zum Beispiel aus der Ayurveda-Medizin ein ganz tolles Öl, das heißt Anutaila. Ja, das appliziert man dann mit der Pipette direkt in jedes Nasenloch, so 3 bis 4 Tropfen, zieht es ganz sanft hoch, lässt es einwirken und bei Bedarf kann man dann nach ein paar Minuten sanft ausschneuzen, ansonsten einfach nur einwirken lassen und in den Tag gehen.
Ja, das ist eine sehr, sehr wirksame Methode, gerade jetzt in der Zeit der Heizungsluft, wo ja die Luft deutlich trockener ist und unsere Schleimhäute sehr schnell austrocknen können. Eine Ölmundspülung eignet sich auch. Da gibt es auch spezielle Öle, zum Beispiel heißen die Gandusha-Öl. Gandusha ist die Mundspülung, ist also auch ein Begriff aus der Ayurveda-Medizin. Diese ganzen Routinemaßnahmen wurden dort schon vor 2000 Jahren empfohlen und haben also an Gültigkeit und Bedeutung überhaupt nichts verloren. Ganz im Gegenteil, sie werden heute auch von HNO-Medizinern wärmstens empfohlen. Die Öl-Mundspülung können Sie durchführen, einfach mit einem Esslöffel plus minus direkt in den Mund geben, 5 bis 10 Minuten dort halten, hin und her bewegen. Das reinigt in der Mundhöhle, bindet verschiedene Toxine, die Sie dann natürlich ausspucken, also dann bitte nicht schlucken, das Öl. Ist auch sehr gut für die Zahngesundheit, für die Zahnfleischgesundheit, also eine weitere Morgenroutinemaßnahme. Dann gegebenenfalls Inhalation. Gerade für diejenigen von Ihnen, die so ein bisschen anfälliger sind, auch infektanfälliger sind, kann man auch präventiv inhalieren. Also der warme Dampf zum Beispiel im Rahmen einer Dampfinhalation. Da können Sie Thymian verwenden, da können Sie Eukalyptus verwenden, da können Sie Minze verwenden, um mal ein paar einheimische Pflanzen zu nennen. Ja? Es gibt auch die moderne Variante mit Ultraschallverneblern. Da kommen Sie dann ganz tief. Da verwendet man keine Pflanzen mehr, sondern dann reine Salzlösung. Der Vorteil bei der Ultraschallinhalation ist, dass Sie ganz tief bis in die Alveolen kommen, während der Dampf in der Regel in den mittleren Bronchien aufgrund seiner Größe hängen bleibt. Bewusste Atmung, etwas ganz Wichtiges, was ich morgens Ihnen empfehle, bevor Sie in den Arbeitsalltag starten. Bewusste Atmung heißt, mal tief in den Bauch zu atmen, die Bauchatmung von der Brustatmung zu unterscheiden, tiefer auszuatmen. Wir haben in unserer Gesellschaft verlernt, wirklich auszuatmen und diesen Zustand von Ruhe, von Stille, von Spannungsregulation zu erleben. Das ist ganz wichtig. Viele von uns sind immer auf dem Gaspedal stehend. Das ist im Nervensystem der sogenannte Sympathikus, der Kampf- und Fluchtreflex von uns. Aber es gibt auch einen Gegenspieler, das ist der Parasympathikus, der für Rest and Digest, für Ruhe und Verdauung, Feed and Breed, Share and Care, also wirklich für sehr regulative, regenerative Quellen verantwortlich ist. Und den sollten wir wieder aktivieren und den können Sie aktivieren durch eine intensivierte Ausatmung. Ja, ich werde Ihnen noch eine Atemübung nachher mit an die Hand geben. Aktivierende Bewegung würde ich Ihnen auf jeden Fall morgens empfehlen, ob das ein Spaziergang ist, vielleicht haben manche von Ihnen einen Hund und der führt Sie sowieso aus oder Sie ihn, ne, sowohl als auch, aber einfach rauszugehen, in die Bewegung zu gehen. Vielleicht haben Sie auch das ein oder andere Hilfsgerät zu Hause, wo Sie sagen, ich gehe mal kurz auf den Stepper oder auf den Crosstrainer oder habe ein Laufband zu Hause oder ein Fahrrad oder irgendetwas, wo ich ein bisschen aktiviere. Ja, meine Körpertemperatur erhöhe, meinen Kreislauf anrege und in die Bewegung komme. Das wäre sehr sinnvoll morgens. Und ganz wichtig, eine mentale Zentrierung. Nicht voller To-Do-Gedanken, voller innerer Spannung, vielleicht Zeitdruck, vielleicht sogar Ängste vor dem, was der Tag mit sich bringt, gleich zur Arbeit hetzen, sondern für einen Moment innehalten, mal nach innen gehen. Für einen Moment eine Zentrierungsübung machen. Für manche ist es eine Meditation, für andere eher eine Kontemplation, für andere einfach eine Achtsamkeitsübung. Da gibt es so viele Möglichkeiten, aber ich empfehle Ihnen, ohne mentale Zentrierung nicht den Tag arbeitstechnisch zu beginnen. Das sind schon mal erste direkt umsetzbare Empfehlungen im Bereich der Morgenroutine. Bevor wir uns die 5 Säulen mit den Einzelempfehlungen zur Stärkung Ihres Immunsystems anschauen, ist es wichtig, dass wir grundsätzlich wissen, was eigentlich unser Immunsystem schwächt. Denn es macht ja keinen großen Sinn, unser Immunsystem zu stärken, wenn wir auf der anderen Seite die ganze Zeit lang dafür sorgen, dass es zusätzlich geschwächt wird. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir diese Faktoren alle kennen. Was schwächt unser Immunsystem? Fehlernährung. Wir werden gleich sehen, welche Ernährung gut geeignet ist. Fehlernährung bedeutet zum Beispiel eine Mangelernährung an wichtigen Vitalstoffen, also an Mikronährstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen wie Zink, wie Eisen. Das macht uns immunanfällig. Schlafstörungen, und zwar gehört dazu vor allem der mangelnde Schlaf, also zu kurzer Schlaf, aber auch Schlafstörungen, wenn Sie also immer wieder nachts aufwachen, oder auch der zu lange Schlaf, der begünstigt leider Gottes auch eher eine Infektanfälligkeit und auch eine Entzündungsbereitschaft. Also wer glaubt, dass er 10 Stunden, 11 Stunden sich gesund schläft am Wochenende, der unterliegt einem Irrtum. Ja, deswegen besser so um die 7 bis 8 Stunden schlafen pro Nacht, das ist optimal. Dann stärken Sie Ihr Immunsystem und sorgen dafür, dass alles wieder in die rechte Bahn gerückt wird. Falsche Bewegung ist keine Bewegung, Mangelbewegung, das, was die meisten erleben.
aber auch übermäßige Bewegung. Leistungssportler haben eher ein geschwächtes Immunsystem und kein gestärktes Immunsystem. Wenn Sie also für den Marathon trainieren, den nächsten, tun Sie nichts Gutes für Ihr Immunsystem. Wenn Sie hingegen regelmäßig bei mittlerer Intensität joggen gehen, tun Sie viel für Ihr Immunsystem. Alkoholabusus. Ja, Alkohol hat eine direkt immunschwächende Wirkung. Das gilt gerade für größere Mengen an Alkohol, vor allem über die Zerstörung und die Belastung der Darmbarriere. Unter anderem unserer Darmflora, von der Sie bestimmt schon gehört haben. Und das führt dazu, dass wir enorm infektanfällig werden. Das heißt, wir müssen auf den Alkoholabusus schauen, beziehungsweise auf die Menge des Alkohols. Das gleiche gilt für Rauchen natürlich, aktives und passives Rauchen. Ja? Also spätestens in der jetzigen Zeit ist es optimal sozusagen, Wege zu gehen, das Rauchen aufzugeben und zu überwinden. Ja? Ist auch gar nicht mehr so sexy, wie es vielleicht früher mal gewesen ist. Immunsuppressiva, ja, das heißt also, wenn wir Medikamente einnehmen oder irgendwelche Substanzen zu uns nehmen, die das Immunsystem direkt schwächen. Wie schon vorher erwähnt, es gibt natürlich gesundheitliche Zustände, da geht kein Weg daran vorbei, dann muss man sie einsetzen. Aber viele Menschen nehmen immunsupprimierende Medikamente zu sich, obwohl das in der Dauer der Einnahme, in der Dosierungshöhe nicht immer erforderlich wäre. Deswegen empfehle ich immer einen Medikamentencheck durchzuführen. Chronische Erkrankungen schwächen eigentlich durch die Bank das Immunsystem. Klassiker wären jetzt Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus oder Krebserkrankungen. Die wirken natürlich immunschwächend. Chronische Infektionen, ja, dazu gehört zum Beispiel eine Epstein-Barr-Virus-Infektion oder andere chronische Infektionen, HIV natürlich, aber auch einfachere Infektionen. Ich sag mal, wenn Sie an drei Zehennägeln einen Nagelpilz haben. Viele sagen immer, das ist ein ästhetisches Problem, ich trage ja eh geschlossene Schuhe, interessiert doch niemanden. Falsch gedacht. Eine Nagelpilzinfektion kann A, sehr gefährlich werden, wenn auf einmal die Toxine des Pilzes in ihre Blutbahn wandern, und B, beschäftigt dieser Nagelpilz die ganze Zeit ihr Immunsystem, denn ihr Immunsystem kämpft dagegen und versucht es zu überwinden. Das bedeutet, an anderen Fronten kann das Immunsystem möglicherweise nicht gleich stark arbeiten oder so stark arbeiten, wie wir uns das wünschen. Schwangerschaft schwächt ebenfalls das Immunsystem, weil das Immunsystem heruntergefahren wird, damit es nicht gegen die Zellen des Neugeborenen oder der Neugeborenen reagiert. Ja, das ist natürlich ganz wichtig, weil das Neugeborene wird ja als fremd erkannt. Und stellen Sie sich mal vor, das Immunsystem würde jetzt auf Hochtouren arbeiten. Deswegen sind Schwangere immer etwas immuninsuffizienter und auch das hohe Alter geht mit einer Immunschwächung einher. Und dann natürlich der chronische Stress. Ich habe hier eine Abkürzung daneben geschrieben, USRP. Das heißt, übersetzt aus der Stressmedizin, unkontrollierbare Stressreaktionsprozesse. Wir reden nicht von den akuten Stressoren. Ja, also ein akuter Stressor ist, wenn Sie heute auf Sendung gehen, ja, oder ich jetzt gerade zu Ihnen spreche. Ne? Kurz vor 12, als wir begonnen haben, war natürlich eine Stressreaktion in meinem System. Das ist ganz normal, weil ja ein Auftritt folgt. Das ist eine Adrenalisierung dieses Systems. Das schärft meine Konzentration, meine Fokussierung. Das ist sozusagen ein Stress, der das Immunsystem sogar hochfährt. Das ist der Grund, weshalb wir in solchen Momenten selten anfällig sind. Chronische Stressoren sind dauerhafte Stressoren über längere Zeiträume ohne Ausblick auf eine eigentliche Lösung. Die erzeugen keine Glücksgefühle und Erfolgsgefühle, sondern die erzeugen Unglücksgefühle. Das sind zum Beispiel chronische Konflikte am Arbeitsplatz, Mobbing-Erfahrungen, chronische Konflikte im Privatleben, in der Partnerschaft, mit der Familie etc. Dinge, die Sie nicht lösen können, für die Sie keinen Ausblick sehen. Corona ist für ganz viele Menschen ein unkontrollierbarer Stressreaktionsprozess. Denken Sie mal an die ganzen Selbstständigen, denken Sie an die Veranstalter, an die Künstler, an die Menschen, die vor großen Massen aufgetreten sind, die nicht wissen, wie es weitergeht, erneut in diesem Winter. Das sind chronische, unkontrollierbare Stressreaktionsprozesse. Als hätten die nicht schon genug zu kämpfen, geht das jetzt auch noch aufs Immunsystem zusätzlich. Das sind also, ist gemeint mit diesen USRP. Und was stärkt unser Immunsystem? Unser Immunsystem wird gestärkt durch das Quintett, was wir hier bei Eurasiamed in den Mittelpunkt stellen. Säule Nummer 1, die Ernährung. Säule Nummer 2, die Bewegung. Säule Nummer 3, der Rhythmus. Säule 4 ist Detox. Und Säule 5, der Mindset. Steigen wir direkt in die Säulen ein und schauen uns die Säule 1 an, die Top 10 nach Eurasiamed, nämlich die Ernährung. Was können Sie tun bezüglich der Ernährung? Punkt Nummer 1, ich empfehle Ihnen, flexitarisch sich zu ernähren. Das heißt im Herzen vegetarisch. Ja? Ganz ehrlich, kein Mensch, bis auf wenige Ausnahmen, braucht Fleisch und Fisch in der heutigen Zeit.
Dieser übermäßige Fleischkonsum hat uns ja, wenn wir mal wirklich das Big Picture ziehen, unter anderem zu vielen Problemen geführt. Nicht nur Problemen der Klimakatastrophe und der Klimaentwicklung und der Klima- und Erderwärmung, sondern auch des Kontaktes zu immer mehr Erregern. Ja, wenn wir das also etwas weiterziehen, dann kann man schon sagen, unser Konsumverhalten im Hinblick auf tierische Lebensmittel korreliert auch mit dem künftigen Kontakt mit weiteren Viren, die uns das Leben deutlich erschweren. Einmal die Woche Fisch, einmal die Woche Fleisch ist in Ordnung. Das können Sie gesundheitlich gerne konsumieren. Beim Fleisch empfehle ich eher weiße Fleischsorten, also Geflügel, weniger rote Fleischsorten, weil eben Rind, Schwein, Lamm oder Wildfleisch besonders proinflammatorisch wirken, also entzündungsverstärkend, aufgrund unter anderem von Arachidonsäure, die dort enthalten ist. 2 bis 3 Mahlzeiten, keine Snacks. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn Sie Ihren Darm in Ordnung bringen wollen und über den Darm das Immunsystem stärken wollen. Wir hatten gerade vorher davon gesprochen. 2 bis 3 Mahlzeiten. Diejenigen, die gerne frühstücken, können natürlich 3 Mahlzeiten konsumieren, aber für viele, die eher in sitzenden Tätigkeit nachgehen, sind 2 Mahlzeiten oft auch ausreichend. Ja, also prüfen Sie mal, was gut passt. Mittlerweile gibt es ja auch das intermittierende Fasten, die sogenannte 16-8-Diet, 16 Stunden ohne Nahrung, 8 Stunden dann 2 Mahlzeiten einbauend. Das wäre zum Beispiel auch eine gute Option. Muss man individuell schauen. Was ich Ihnen dringend anrate, stoppen Sie die Snacks. Also den Imbiss zwischendurch. Stoppen Sie wirklich diese Zwischenmahlzeiten, und zwar jegliche Zwischenmahlzeiten. Es gibt ganz wenige Ausnahmen von Menschen, die wirklich nach kurzer Zeit unterzuckern. Die haben aber meistens auch eine Krankheit im Hintergrund, wo wir sagen, die müssen nach 1-2 Stunden schon wieder was essen. Aber verzehren Sie 3 Mahlzeiten. Ich sag mal der Klassiker 8 Uhr, 13 Uhr, 18 Uhr. Verschieben Sie es natürlich nach Arbeitszeiten, das ist ja klar. Mit 5 Stunden Abstand, 4 bis 5 Stunden Abstand, werden Sie ganz viel Gutes für Ihren Darm tun, für Ihre Darmbarrierefunktion tun, für Ihre Darmflora tun und damit Ihr Immunsystem stärken. Kochen Sie frisch. Das möchte ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Ich weiß, es ist oft aufwendig, es kostet Zeit. Aber das Frischkochen kann man nicht vergleichen, qualitativ, mit dem, was Sie einfach irgendwo fertig verzehren, in Kantinen verzehren. Versuchen Sie nach Möglichkeit wenigstens einmal am Tag Frischnahrung zuzubereiten und Minimum einmal pro Woche, besser 2-mal pro Woche auf Erzeugermärkten oder auch in Biomärkten die Rohstoffe dafür einzukaufen. Essen Sie bitte auch verstärkt warm. Warmes Essen korreliert direkt mit Ihrer Immunkraft. Menschen, die sehr rohköstlich alleine leben oder sehr viel kalte Nahrung zu sich nehmen, sorgen dafür, dass auch die Durchblutung in den Schleimhäuten gehemmt wird. Das macht Kälte von Natur aus und das ist eher immunschwächend. Essen Sie bitte täglich Obst, Salat und Nüsse. Ja, das sind Lebensmittel mit hoher Mikronährstoffvielfalt und einer hohen Nährstoffdichte. Deswegen wenigstens 1 Stück Obst, an apple a day keeps all problems away, wie es so schön heißt. Ja, der Apfel am Tag, Salat als kleine Beilagenportion, am besten mittags, weil man abends Salat nicht gut verdaut. Der liegt Ihnen dann im Darm und der gärt und fault ganz gerne. Und bei den Salaten vielleicht auch ein bisschen gerade in die bittere Ecke greifen, weil die Bitterstoffe besonders gesund sind für unsere Darmflora und vor allem auch für unser Immunsystem. Ja, also jetzt hätten wir die Endivienzeit. Wir kommen gleich bei der Darmflora noch zum Thema Chicorée. Das wäre zum Beispiel ein hervorragender Salat für Sie. Und auch der Konsum von Nüssen, wenn Sie jetzt nicht übergewichtig sind, dann können Sie gerne jeden Tag einen Handteller voller Nüsse essen, zum Beispiel Walnüsse, zum Beispiel Mandeln. Wir sind große Fans von Pinienkernen, von Zedernüssen oder eine schöne Macadamia-Nuss, ne, um mal so ein paar herausragende zu nennen. Intensiv würzen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Würzen Sie bitte schärfer. Ich gebe Ihnen mal Top 5, meine persönlichen Top 5 mit an die Hand. Punkt Nummer 1, Ingwer, der darf in Ihrer Küche nicht fehlen. Haben Sie ihn am besten auch als pulverisiertes Gewürz in der Schublade. Ansonsten vor allem auch die frische Ingwerwurzel vom Markt. Ja, kriegt man mittlerweile überall. Kurkuma, die Gelbwurz, rate ich Ihnen dringend an, regelmäßig ins Essen mitzugeben. Ganz, ganz wertvoll. Dann ein drittes Gewürz, in Anführungsstrichen, viele sagen es eher Gemüse, ist der Knoblauch. Ja, auch gerade frischer Knoblauch hat enorme Kräfte, antiinfektiv zu wirken, für unser Immunsystem herausragend. Meerrettich ist die vierte große Substanz, die Sie wirklich mit einbauen können, in Salatdressings zum Beispiel oder in Form von Wasabi-Produkten, ja, oder so Sahne-Meerrettich an verschiedene Speisen einfach mal ein Löffelchen mit rangegeben. Ja, sehr wertvoll. Und auch die Zwiebel wirkt sehr, sehr stark. Sie können zudem viele Kümmelsorten einsetzen, die sehr wertvolle ätherische Öle enthalten. Dann können Sie Pfeffersorten, der schwarze Pfeffer, wunderbar, auch antiinfektiös wirksam, oder auch der lange Pfeffer, der eine ganz starke Wirkung auf unsere Bronchialgesundheit hat.
Also würzen Sie intensiv. Prä- und Probiotika genießen, also Lebensmittel, die unsere Darmflora unterstützen. Dazu gehören zum Beispiel als Präbiotika sogenannte inulinhaltige Lebensmittel. Ich hatte gerade schon den Chicorée erwähnt. Artischocke gehört mit dazu. Topinambur können Sie mit einbauen. Das wären so typische Lebensmittel, wo wir sagen, die wirken präbiotisch und unterstützen den Aufbau einer gesunden Darmflora. Und die Probiotika sind vor allem die milchsauer vergorenen Lebensmittel. Sie können zum Beispiel frisches Sauerkraut immer mal so ein paar Gäbelchen essen. Ja, das wäre eine wunderbare Möglichkeit. Oder wer gerne japanisch isst, Kimchi, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Viele von Ihnen kennen den Apfelessig, das gehört ebenfalls mit dazu. Sie können auch Ihre Darmflora über die Lactobacillen und die Bifidobakterien unterstützen in Form von Buttermilch. Auch das wäre eine gute Option. Bitte keine Kuhmilch, die süße Kuhmilch und Sahne, die wirkt eher wieder nachteilhaft, was die Diversität unserer Darmflora angeht. Aber gerade die Buttermilch ist hier als Beispiel zu nennen. Hochwertige Proteine. Vergessen Sie bitte nicht, dass unsere Antikörper letztlich Proteine darstellen, aus Aminosäuren aufgebaut sind. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn wir einen Proteinmangel haben, haben wir ein Problem. Das gilt vor allem für die Veganer und für die sehr strengen Vegetarier, die keine Milchprodukte zu sich nehmen, weil die haben die Tendenz, zu wenig Proteinkonsum zu praktizieren. Wo sind die Proteine pflanzlich enthalten? Natürlich in Hülsenfrüchten, also in Linsen beispielsweise. Die gelben Linsen, die roten Linsen können Sie gerne regelmäßig auf den Speiseplan mitsetzen. Vollkornprodukte sind ebenfalls Proteinträger. Die Nüsse hatten wir gerade eben und vielleicht auch mal, wie gesagt, etwas Buttermilch. Da haben wir also gute Möglichkeiten, den Proteinhaushalt zu stärken. Wer natürlich noch einmal die Woche Fisch und Fleisch isst, hat auch noch zusätzliche Proteinquellen tierisch. Mehr Vollkornprodukte, nicht so viele einfache Kohlenhydrate, die schwächen massiv unsere Darmflora und unsere Darmgesundheit. Ja, da können Sie also auch durch Vollkornprodukte, vor allem auch feingemahlene Vollkornprodukte, also nicht der grobe Schrot, ja, wo Sie ganz lange kauen müssen, sondern wirklich die feingemahlenen Vollkornprodukte. Ich bin auch immer ein großer Anhänger von Emmer. Vollkornprodukten, die gibt es zum Beispiel im Bioladen von der Firma Rapunzel in Form von Nudelprodukten. Emmer Vollkorn Spaghetti. Emmer ist ein fast 8000 Jahre altes Urweizengetreide und enthält auch sehr wenig Gluten im Vergleich zu diesem Hochzuchtweizen heute. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, um für Ihre Darmgesundheit und auch für die Proteinversorgung etwas Gutes zu tun. Machen Sie bitte den Ölwechsel, erhöhen Sie den Anteil von ungesättigten Fettsäuren, das heißt also Olivenöl, das heißt Walnussöl, Kürbiskernöl, um mal drei absolute Highlights zu nennen. Und konsumieren Sie nicht zu viel gesättigte Fette über Fleisch und Fisch oder über Butter und sonstige, ich sage mal tierische Fette, wie jetzt Speck und Co., die von vielen immer noch konsumiert werden. Damit können Sie eine ganze Menge für Ihre Darmgesundheit und das Immunsystem tun. Und trinken Sie bitte ausreichend warm. Wir müssen eine Austrocknung vorbeugen. Und das können wir am besten durch 2 Liter warme Getränke pro Tag. Ich empfehle 1 Liter warmes Wasser und ich empfehle 1 Liter optimalerweise Kräutertee. Gerne jetzt im Winter auch mit Ingwer versetzt. Also wer gerne Ingwertee mag, kann das gerne konsumieren. Aber auch diese ganzen Yogi-Tees. Da können Sie auch so ein bisschen geschmacklich auswählen. Hauptsache, Sie trinken warm. Nicht so viele kalte Getränke. Wenn es dann am Abend natürlich mal ein schönes Glas Weißwein oder Rosé gibt oder dergleichen, dann ist klar, dass Sie den natürlich nicht warm gemacht haben. Also das dann natürlich gerne aus dem Kühlschrank in der optimierten Temperatur. Aber das sind die Ausnahmen. Die Regel sollten warme Getränke sein. Das ist die Säule Nummer 1. Kommen wir zur Säule Nummer 2. Da wären wir jetzt alle gerne, am Meer, am Strand, am besten noch bei schönem warmem Wetter. Stattdessen haben wir hier zumindest in Kronberg gerade einen grauen Himmel. Ja, noch Novemberwetter, auch wenn heute schon der 1. Dezember auf dem Kalender steht. Ja, was können wir tun im Bewegungsbereich? Alltagsbewegung steigern ist ein ganz wichtiger Punkt. Versuchen Sie wirklich mehr zu laufen und weniger zu fahren, mehr das Fahrrad zu nutzen. Das sind die klassischen Empfehlungen, die Sie natürlich kennen, aber wir müssen sie umsetzen. Das ist ganz wichtig. Auch am Arbeitsplatz wirklich größere Distanzen immer mal zurückgehen. Gerne wirklich die Treppen laufen und nicht immer den Aufzug nehmen. Achten Sie nach Möglichkeit auf die heiligen 10.000 Schritte täglich. Das muss man jetzt nicht zu streng nehmen. Aber es ist eine orientative Größe. Also um die 10.000 Schritte pro Tag, das können gerne auch mehr sein, Richtung 12, 13, 14, 15.000. Und dann hat man ja auch immer mal Tage, wo man sich weniger bewegt und wo man dann, wenn man eine Tracking-Uhr zum Beispiel am Handgelenk hat, sieht, Moment, das waren dann doch nur 3, 4, 5.000, die deutlich zu wenig sind. Ja, wir bewegen uns deutlich zu wenig und das geht zweifelsfrei zulasten unserer Immunstärke. Atmung und Bewegung outdoor, ja, also wirklich gehen Sie raus an die Luft, an die frische Luft, packen Sie sich gut ein, wenn es jetzt draußen im Winter kalt ist,
Aber gehen Sie wirklich raus, wenn Sie einen Wald vor der Tür haben oder die Möglichkeit der Parks in Frankfurt am Main zum Beispiel. Ne? Dann versuchen Sie wirklich, frische Luft dort zu tanken. Bleiben Sie nicht den ganzen Tag in Innenräumen. Das ist für die Atemwege deutlich besser. Indoor-Optionen brauchen wir bewegungsmäßig auf jeden Fall at home, wenn es dann draußen zu schmierig ist. Ne? Im November hatten wir ja auch viele Regentage und da brauchen wir unbedingt Möglichkeiten, zu Hause auch zu trainieren. Also schauen Sie mal, was Sie vielleicht im Keller noch eingestaubt haben an verschiedenen Trainingsgeräten. Da muss man auch nicht immer viel Geld investieren. Sind manchmal kleinere Investitionen mit größerem Nutzen. Wichtig ist nur, dass Sie angeregt werden, wirklich in die Bewegung zu gehen, auch wenn es draußen nicht einladend ist und Sie dann Indoor-Optionen nutzen wollen. Auch die Online-Optionen möchte ich Ihnen gerne ans Herz legen. Es gibt mittlerweile so viele tolle Seiten. Gehen Sie mal auf YouTube und schauen Sie mal, was dort alles angeboten wird. Von Online-Yoga über Online-Fitness, über die diverse Gymnastik-Optionen. Also wirklich ganz, ganz toll. Und nutzen Sie diese Möglichkeiten. Sie unterstützen einerseits damit diejenigen Kursanbieter, die ansonsten gar nicht überleben können, weil sie gar keine Kurse momentan anbieten dürfen oder jetzt wieder anbieten dürfen sozusagen. Und zum anderen tun Sie was Gutes zu Hause. Ja, weil oft ist ja dann der Weg ins Fitnessstudio, der Weg ins Yoga-Studio doch weit. Und dann will man es heute mal nicht praktizieren. Abstand zu Essen und Schlaf ist sehr wichtig. Ja, also bitte mindestens 2 Stunden, besser 3 Stunden Abstand zum Essen. Das heißt also, wenn Sie vor 3 Stunden gegessen haben, können Sie in Ihre Bewegungsprogramm einsteigen. Und diese 3-Stunden-Regelung gilt auch optimalerweise für den Schlaf. Nehmen wir mal den Klassiker, Sie gehen um 23 Uhr ins Bett, dann sollten Sie um 20 Uhr die letzte Mahlzeit tatsächlich zu sich genommen haben und vor allem sollten Sie um 20 Uhr Ihr Bewegungsprogramm beendet haben. Das ist wichtig, weil ansonsten regen Sie nochmal sehr stark den Körper an und sorgen dafür, dass das Schlafhormon Melatonin geschwächt wird, mit der Folge, dass Sie dann eventuell Schlafprobleme kriegen. Mittlere Intensität, das ist bei der Bewegung wichtig, hatte ich vorher schon gesagt. Ne? Also wenn wir es übertreiben, schwächen wir das Immunsystem. Wenn wir es untertreiben, ebenfalls. Ausdauertraining ist die erste Größe, Krafttraining die zweite und Flexibilität und Koordination die dritte. Das ist sozusagen wie so eine Art Dreifuß, wie so eine Trias im Rahmen Ihrer Bewegung. Schauen Sie mal, was Sie im Bereich Ausdauer regelmäßig praktizieren. Dazu gehört alles rund ums Laufen, Radfahren, Schwimmen, die Wintersportler natürlich, Langlauf beispielsweise, ne? Rudern, um mal so ein paar Beispiele zu nennen, Trampolinhüpfen oder diejenigen, die moderne Fitnessstudios unterwegs sind, Crosstrainer gehört mit dazu. Das sind alles Ausdauersportarten. Das sollte eine Stellgröße sein. Die zweite ist dann Krafttraining, wo wir wirklich den Muskelaufbau unterstützen. Und die dritte ist Flexibilität und Koordination. Da ist sicherlich der Hauptvertreter Yoga, der sehr stark Flexibilität und Koordination trainiert. Aber auch Pilates, Qigong, Tai Chi wären alles Beispiele von sehr achtsamkeitsbasierten Verfahren für diese wichtige muskuläre Stärkung. Säule Nummer 3 ist unser Rhythmus, hier symbolisiert durch das Metronom. Wir brauchen einen gesunden Tagesrhythmus und viele von uns hetzen durch den Tag. Viele von uns erleben die Situation, dass die physische Zeit für all das, was wir eigentlich am Tag verwirklichen wollen, in den Tag hineinpacken wollen, definitiv nicht ausreicht. Und diese Hetze ist in unserem Nervensystem verbunden mit einer Sympathikusaktivierung. Also dieses Gaspedal, von dem ich vorhin sprach, diese Anspannung. Und wenn das die ganze Zeit lang präsent ist, wenn dieser Stresseinfluss die ganze Zeit lang präsent ist, und Zeitmangel ist einer der Hauptstressoren unserer heutigen Zeit, dann schwächen wir unser Immunsystem. Deswegen einen gesunden Rhythmus zu finden, einen Lebensrhythmus zu finden, ist von überragender Bedeutung. Was gehört alles dazu? Zum Beispiel Tages- und Jahresrhythmen zu achten. Ja, das wäre ein eigenes Seminarthema. Ja, es gibt bestimmte Tageszeiten, wir sollten nicht den Tag zur Nacht und umgekehrt machen. In den Jahreszeiten, mit den Jahreszeiten leben. Unser Verhalten, unsere Ernährung, unsere Bewegung, unseren Schlaf-Wach-Rhythmus anpassen an diese Jahreszeiten. Allgemein, der Schlaf-Wach-Rhythmus ist von großer Bedeutung. Wir sollten nach Möglichkeit, wenn die Sonne aufgeht, auch wirklich raus aus dem Bett. Ja? Und wenn sie untergeht, uns langsam in die Abendruhe vorbereiten. Natürlich jetzt in diesen Wochen, wo es sehr früh dunkel wird, haben wir noch einige Stunden vor uns, gar keine Frage. Aber mit der Natur mehr leben, das ist ganz wichtig. Deswegen habe ich auch gesagt, Schlaf-Wach-Rhythmus achten. Arbeitsrhythmus einstellen, das ist ein wichtiger Punkt, den können wir einstellen. Ja, das heißt, da können wir schauen, welche Arbeitszeiten sind wirklich optimal. Das müssen wir dann abstimmen, natürlich mit dem Arbeitgeber, wenn wir nicht selbstständig sind. Aber hier gibt es oft mehr Möglichkeiten einer optimierten Einstellung, als viele denken. Ne, Gleitzeitoptionen etc.
hängt natürlich immer von den Arbeitsinhalten ab. Mahlzeitenrhythmus einstellen. Bei den Mahlzeiten kommt es auf die Regelmäßigkeit an. Unser Körper und unser System mag kein Chaos, sondern liebt regelmäßige Taktung. Immer so plus minus 1-2 Stunden. Aber eben nicht völlig chaotisch oder den Riesenunterschied zwischen Arbeitstagen und freien Tagen. Ja, da haben ja manche komplett andere Rhythmen, die sie praktizieren. Und dieser Rhythmuswechsel ist für viele Systeme biologisch, für den Organismus, enormer Stress. Zeit für Hygiene und Pflege. Damit meine ich sowohl die eigene Körperpflege als auch die eigene Heimpflege. Ja, wir beschäftigen uns sehr viel mit dem Thema biophiles Leben, biophiles Design zu Hause. Mehr Pflanzen zu Hause mit zu integrieren, kann zum Beispiel auch ihr Raumklima verbessern. Also wir haben so viele Möglichkeiten, die Pflege auf allen Ebenen zu praktizieren. Zeit für Atmung und Bewegung. Das will eingebaut werden. Ja, wenn wir wirklich jeden Tag ein Bewegungsprogramm, wenn es nur 15, 20, 30 Minuten sind, das ist schon viel besser als gar keins, einbauen, tun wir viel für unser Immunsystem. Ganz wichtig, die Zeit für Stille, für die innere Einkehr und die innere Beobachtung. Wir nennen das in der Psychologie die Introspektion. Das sind wichtige Komponenten unserer Zeitplanung. Wer hat heute noch Zeit für Stille? Ja, die meisten Menschen haben immer wieder, sobald sich ein Zeitfenster eröffnet, die nächste Aufgabe, die bevorsteht, die nächste Aktivität. Zeit für Familie und Beziehungen. Ja, auch das kommt bei vielen deutlich zu kurz. Allerdings jetzt auch durch den stärkeren Rückzug von außen nach innen haben wir da teilweise auch gute Beispiele zu verzeichnen, dass Menschen auch wieder mehr zusammenkommen. Zeit für Bildung und Fortbildung, auch das ein wichtiger Punkt. Und aufgabenfreie Zeit, einfach mal nicht tun. Auch das ein Zeitblock, den ich immer empfehle, jeden Tag mit einzubeziehen. Sie können also über eine Optimierung Ihres Rhythmus sehr viel für das Immunsystem tun. Kommen wir zur Säule Nummer 4 und diese Säule haben wir Detox genannt. Detox ist eigentlich ein Begriff, der nicht ganz korrekt ist, weil man normalerweise von Detox immer spricht, wenn wir vorher eine Intoxikation haben, also eine Art Vergiftung. Und von so einer Vergiftung sprechen wir nicht. Wir reden also hier nicht vom Knollenblätterpilz sozusagen, den Sie konsumiert haben, wo Sie schnell eine Detoxifikation brauchen, um zu überleben. Aber unser moderner Lebensstil, die Art, wie wir leben, wie wir uns ernähren, führt dazu, dass wir Rückstände in unserem Körper entwickeln, die über den natürlichen Ausscheidungsmechanismus zwar entledigt werden, aber oft unzureichend. Und deswegen sind gezielte Entgiftungsmaßnahmen, gezielte Reinigungsmaßnahmen, nennen wir sie mal besser so, sehr, sehr wirkungsvoll. Was kann dazu gehören? Ich empfehle sehr gerne entlastende Suppentage, dass Sie einfach mal einzelne Tage, vielleicht einmal die Woche, wenn es Ihnen gut tut, auch zweimal die Woche definieren, wo Sie einfach nur statt normaler Nahrung zweimal am Tag 500 Milliliter Suppe konsumieren. Vielleicht eine Linsensuppe, schön fein durchpüriert, und eine Gemüsesuppe. Ja? Mit dem Abstand von 6 bis 8 Stunden, vielleicht eine so um 11, 12 und eine so um 17, 18 Uhr, fertig. Den ganzen Tag über nur heißes Wasser oder warmen Tee trinken und ansonsten einfach einen gesunden Tag erleben. Das ist ein enormer Entlastungstag. Sowas können Sie direkt einbauen. Alkohol- und Nikotinkarenz, ne, also Tage definieren, vielleicht sogar Wochen, optimalerweise sogar das ganze Leben, wo Sie keinen Alkohol trinken und keine Zigarette anrühren oder auch nicht passiv rauchen. Genussmittelkarenz, also auch sonstige Genussmittel, ne, diese ganzen Sweets und Salty-Geschichten, die wir konsumieren, die wir als Genuss einstufen, von denen wir aber fast immer, schon eine kurze Zeit danach, ein schlechtes Gewissen haben und die uns auch körperlich einfach nicht gut tun, auf keiner Ebene und auch nicht dem Immunsystem. Medikamentencheck ist ein wichtiger Punkt, auch wenn es um Detox geht. Ja, es gibt wirklich Menschen, die, weil sie es schon seit langer Zeit machen, einfach unheimlich viele Medikamente regelmäßig einnehmen. Und da sollten wir wirklich überprüfen, brauchen wir die wirklich alle? Also mit den Fachärzten, mit dem Hausarzt, mit den Therapeuten Ihres Vertrauens immer wieder einen Check vorzunehmen. Wenigstens jährlich oder besser sogar quartalsweise oder halbjährlich. Und alles, was nicht wirklich erforderlich ist, aber belastend wirkt, wegzunehmen. Ja, also die Auswirkungen von Medikamenten soll man wirklich nicht unterschätzen. Momentan reden immer alle von angeblichen negativen Auswirkungen der Impfung oder allgemein von Impfungen. Mir ist diese Diskussion und Debatte viel zu kurz gegriffen. Ich sehe viel mehr Probleme statt in einer Impfung in diesem enorm hohen Medikamentenabusus, der praktiziert wird. Ich habe so viele Patienten in meiner Praxis, die unnötig Schmerzmittel einnehmen. Das kann man ganz anders lösen, die Probleme. Ja, ich habe Kopfschmerzen, ich nehme eine Ibu oder nehme ein Aspirin oder was auch immer.
Wir dürfen nicht vergessen, wenn man das ständig praktiziert, was das für Auswirkungen hat auf unseren Organismus, auf unser Immunsystem. Wir müssen wieder das große Bild sehen, ja, und uns nicht verlieren in so ganz kleinen einzelnen Details. Digital Detox, auch eine Form von Detox. Die Handys und alle Mobilgeräte auszuschalten. Ja, noch nicht mal in den Flugmodus, sondern wirklich auszuschalten und zu sagen, zum Beispiel am heutigen Sonntag, heute ist Mittwoch, aber am Sonntag, habe ich einfach mal dieses Gerät überhaupt nicht an. Ja, wir müssen nicht ständig erreichbar sein. Ja, also dieses Digital Detox spielt in der heutigen Zeit bei Detox-Maßnahmen eine überragende Rolle. Dann Luftkurorte aufsuchen. Frankfurt gehört jetzt nicht zu den saubersten Städten, auch nicht zu den schmutzigsten, aber die Luftbelastung gerade in der Innenstadt ist natürlich nicht unerheblich. Das heißt, wir leben hier mittlerweile in Kronberg im Taunus, das ist ein Luftkurort, das ist ein deutlicher Unterschied. Versuchen Sie, wenn Sie rausgehen können, wenn Sie wandern gehen, wenn Sie spazieren gehen oder vielleicht auch, wenn es darum geht, den neuen Wohnort irgendwann zu finden, auch an saubere Luft zu denken. Das ist für unser Immunsystem, für unsere Atemwegsgesundheit natürlich von großer Bedeutung. Vielleicht auch beim nächsten Urlaub mal keine Städtereise zu planen, irgendwo in China, sondern vielleicht über einen Gesundheitsurlaub nachzudenken und dann in die Berge an die Luftkurorte. Bitterstoffkuren, da gibt es zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel, auf die wir jetzt heute hier nicht im Detail eingehen, mangels Zeit, aber bauen Sie Bitterstoffe mit ein. Ja, Bitterstoffe wirken antimikrobiell. Viele Bitterstoffe wirken gegen Bakterien, gegen Pilze, auch gegen Viren, gegen Parasiten und so weiter. Also über Bitterstoffe können Sie sehr stark entgiften, reinigen, die Leber wird sehr stark angeregt, die gesamten Verdauungsdrüsen werden angeregt. Bitterstoffe sind der King bei allen Detoxkuren. Regelmäßige Darmreinigung, ja, also auch mal wirklich mit einer gezielten Induktion von Durchfall, natürlich immer nur an einzelnen Tagen, wo man das dann unter therapeutischer Supervision durchführt. Das können Sie alles in Heimdurchführung praktizieren, das ist das Schöne. Da muss man nicht gleich teure Kuren irgendwo stationär buchen. Ja. Darmreinigung, etwas sehr Wertvolles. Jährliche Detoxkuren, das kann dann auch mal ein Kuraufenthalt sein in einer Kureinrichtung. Und Leben in biophilen Räumen, ich hatte es gerade eben angesprochen, Sie können wirklich Ihr Raumklima deutlich verbessern durch entsprechende Bepflanzung, durch entsprechende Lüftungsoptionen. Also mehr in Einklang mit der Natur leben. Und das ist wirklich in jedem Gebäude, auch in jedem Hochhaus in Frankfurt am Main möglich, wenn man es möchte. Ja? Kommen wir zur letzten Säule, das ist der Mindset. Vielleicht die wichtigste Säule, auf jeden Fall eine zentrale Säule. Denn der Geist herrscht immer über unseren Körper. Und letztlich können Sie sich noch so gesund ernähren, noch so gut bewegen, regelmäßig Detox praktizieren, auch einen guten Rhythmus praktizieren. Wenn Ihr Geist voller Stress steckt, wenn er voller Spannung steckt, wenn Sie voller Ängste sind, wenn Depressionen Sie plagen, wenn Sie merken, dass Sie einfach Ihre Anpassungsfähigkeit an innere und äußere Stressoren deutlich vermindert ist, dann wird Ihr Immunsystem darunter leiden. Deswegen ist dieser Mindset von wirklich überragender Bedeutung. Auch hier möchte ich Ihnen gerne 10 Punkte mit an die Hand geben, nämlich ein paar Fragen, die Sie sich einfach stellen können und auch in einer Form, ich sag mal, der täglichen Einkehr, inneren Einkehr, vielleicht kleinen Kontemplation beantworten können. Das wird Sie weiterbringen. Frage Nummer 1 lautet, wer ist wichtig in Ihrem Leben? Welche Menschen, natürlich mit der Ergänzungsfrage, widmen Sie sich diesen Menschen ausreichend? Was ist Ihnen wichtig? Welche sind Ihre Werte? Wofür soll Ihr Leben stehen? Welche Inhalte möchten Sie verwirklichen? Wofür stehen Sie eigentlich? Für welche Handlungsqualitäten? Was ist Ihnen wichtig? Warum sind Sie hier, wo Sie gerade sind? Zum Beispiel in diesem Vortrag oder im Hessischen Rundfunk, wo Sie nachher weiterarbeiten oder an dem Ort, an dem Sie leben, ja? In der Gemeinschaft, in der Sie wirken. Wohin will ich gehen? Wo geht Ihr Weg hin? Wir brauchen eine Orientierung, einen Kompass. Was werde ich konkret tun? Haben Sie Ziele? Gedanken beobachten, eine ganz wichtige Qualität. Viele Menschen wissen gar nicht, was sie mit ihren ganzen Gedanken immer tun, weil sie die Gedanken nicht beobachten als das, was sie sind, nämlich vorübergehende Erscheinungen in ihrem Geist, sondern das, was an Gedanke aufkommt, für bare Münze nehmen und ihr Verhalten von diesen Gedanken steuern lassen. Es kommen Gedanken von Angst, oh Gott, ich könnte diese oder jene Krankheit bekommen oder es könnte dies oder jenes Schlimmes passieren, also tue ich XYZ. Gedanken sind keine guten Ratgeber für Verhalten. Deswegen ist es sehr wertvoll, wenn wir lernen, Gedanken zu beobachten. Das Gleiche gilt für Gefühle. Gefühle sind keine guten Ratgeber für Entscheidungen im Leben.
Gefühle entstehen, aber sie vergehen auch wieder. Wenn wir lernen, Gefühle wahrzunehmen als das, was sie sind, dann können wir aus Gefühlen lernen, aber wir machen uns von ihnen in unserem Verhalten nicht abhängig. Nehmen Sie bitte eine wichtige Botschaft mit aus dem heutigen Vortrag. Gedanken und Gefühle können Sie nicht steuern. Dafür haben Sie keinen Schalter, den Sie ein- oder ausschalten. Sondern Gedanken und Gefühle sind natürliche Produkte Ihres Geistes. Die kommen und die gehen auch wieder. Was Sie aber steuern können, wofür Sie den Schalter haben, das ist Ihr Verhalten, also was Sie tun. Nehmen Sie so ein bisschen die Idee mit, das eine gedacht, das andere getan. Wenn Sie das, was Sie tun, mit Ihren inneren Werten in Verbindung stehen, mit dem, was Ihnen wirklich wichtig ist, dann tun Sie etwas, was kongruent ist. Statt eben aus Angst heraus zu handeln, aus einer depressiven Stimmungslage, einer melancholischen Stimmungslage, einer traurigen Stimmungslage oder welcher Stimmungslage auch immer. Noticing, Naming, Normalizing, die drei N's, wie sie die Amerikaner immer gerne in der Verhaltenstherapie geben. Noticing bedeutet, wir lernen etwas wahrzunehmen, zu beobachten und wahrzunehmen, eben Gedanken und Gefühle, sie zu benennen und zu normalisieren. Es ist völlig normal, jetzt auch im Winter, wenn möglicherweise die Corona-Maßnahmen wieder strikter erfolgen, es einfach wieder schwieriger für viele wird, dass Ängste auftreten. Ja, es ist völlig normal, dass Traurigkeit auftritt über das, was nicht möglich ist. Aber diese Normalisierung, die hilft enorm, eine gewisse Distanz zu diesen Gedanken und Gefühlen zu kreieren und nicht die Gedanken und Gefühle zu sein. Denken Sie daran, wenn Sie imstande sind, Ihre Gedanken zu beobachten, dann gibt es einen Beobachter. Dann können Sie nämlich Ihre Gedanken nicht sein, wenn Sie sie beobachten können. Stellen Sie sich mal die Frage, wer ist der Beobachter? Bin ich wirklich hier und jetzt? Versuchen Sie, mehr Gegenwärtigkeit zu praktizieren. Hier und jetzt, mit mir, bei mir, nicht gedanklich schon wieder in der nächsten Arbeit, gedanklich schon wieder in der Mittagspause. Was gibt's zum Mittagessen? Mit wem wollte ich mich verabreden? Die ganze Zeit aufs Handy schauend, was kommt an Nachrichten rein? Auf die Uhr schauend, habe ich noch Zeit, habe ich keine Zeit mehr? Seien Sie für einen Moment hier und jetzt, mit mir gemeinsam. Wir tendieren alle dazu, immer wieder die Zukunft in den Mittelpunkt zu stellen, immer wieder an das Nachher, an das Morgen zu denken oder zu schwelgen, teilweise depressiv, teilweise euphorisiert, in Vergangenheit. Vergangenheit und Zukunft ist nicht die Gegenwart. Und in der Gegenwart liegt eine ganz andere Kraft, auch für unser Nervensystem und über das Nervensystem für das Immunsystem. Und der letzte Gedanke, den ich Ihnen mitgeben möchte, ist, dass wir uns lösen von dieser, ja, modernen Orientierung, ich muss mich gut fühlen. Wir müssen irgendwie unbeschwert leben, Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Viele Urlaube erleben, schöne Autos fahren, in schicken Häusern leben etc. Hauptsache, I wanna feel good. Das ist nicht Leben. In unserem Leben fühlen wir uns nicht immer gut. Buddha hat schon vor 2550 Jahren gesagt, es gibt Leid. Und Leid ist auch ein Teil in unserem Leben. Und das ist kein Feind, sondern Leid kann ein Motor unserer Entwicklung werden. Wenn wir uns lösen von der Idee, I want to feel good, und sagen, ich möchte eher I want to live good praktizieren, also ein Leben in Einklang mit meinen Werten führen, ein Leben in Einklang mit der Natur, mit Naturgesetzen, ein Leben, was wirklich intrinsisch wertvoll ist, werteorientiert und vor allem sinnerfüllt, dann ist dieses Leben nicht immer nur mit guten Gefühlen verbunden, sondern manchmal auch mit sehr schmerzhaften Empfindungen und Gefühlen und Erlebnissen. Aber es ist ein Leben, was sehr reich ist, was sehr beglückend ist. Und diese Gedanken möchte ich Ihnen gerne mitgeben mit unserer fünften Säule des Mindsets. Diese fünf Säulen sind also wirklich von herausragender Bedeutung. Wenn die ganze Thematik Sie interessiert hat und Sie weitere Informationen gerne erhalten möchten, möchte ich Ihnen ganz warm ans Herz legen, unseren YouTube-Kanal von Eurasia Med unter youtube.com/eurasiamed. Da finden Sie übrigens auch die vergangenen drei Vorträge für den Hessischen Rundfunk, falls Sie die zufällig verpasst haben sollten. Und wenn Sie sich in unserem Kanal einschreiben, bekommen Sie auch noch einige Specials und Zusatzangebote für unsere Abonnenten.
Also einfach mal draufschauen auf den Kanal. Da sind mittlerweile fast 100 Videos schon hochgeladen. Wir laden jede Woche neue Videos hoch und produzieren neue Videos, weil wir gerne Menschen begeistern möchten für einen ganzheitlichen Lebensstil und informieren möchten. Das ist etwas, was uns sehr am Herzen liegt. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für den heutigen Vortrag, für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, haben wir jetzt noch eine Frage-Antwort-Runde. Und ich lade Sie gerne ein, direkt in die Chatbox Ihre Fragen einzutragen. Und dann können wir hier noch ein bisschen miteinander sprechen. Herzlichen Dank von meiner Seite und alles Gute für Ihre Gesundheit. Und wir gehen jetzt über in die Frage-Antwort-Runde.